Ja, hi, hier bin ich wieder, Stefan von Aquapurist. Und heute geht es mal wieder um ein Update zu diesem Kardinalskanälenbecken. Da hatten wir schon mal ein Update nach dem Aufbau gemacht gehabt, wie es denn aussah. Ich glaube, das war nach 2 Wochen ungefähr. Und jetzt sind wir einen Monat später, also nochmal ungefähr 5 Wochen nach dem Einrichten. Und ja, jetzt wollte ich mal kurz berichten, was sich so in der Zwischenzeit hier getan hat. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video erkennen kann. Algen sind immer noch so ein bisschen an der Scheibe hier. Ich habe da schon einige Napfschnecken mehr reingesetzt gehabt, also die Anthrazit-Napfschnecken. Und die machen zwar Arbeit, man sieht hier die Spuren von denen, aber die haben bis jetzt noch nicht alles weggekriegt. Ich hoffe mal, die kriegen noch alles weg oder ich muss halt noch ein paar mehr reinsetzen. Zu den Garnelen, da sieht es soweit ganz gut aus. Ich habe in der Zwischenzeit, seitdem die Garnelen hier reingekommen sind, ich habe es jetzt nicht genau gezählt, aber es müssen ungefähr 3 bis 5 Garnelen gewesen sein, die ich hier tot vorgefunden habe. Das heißt, nehmen wir jetzt nochmal die ein oder andere dazu, die ich nicht gesehen habe, die hinter den Steinen war. Sagen wir mal, es sind 5 Garnelen von den 30, die anfangs reingesetzt worden sind, gestorben. Gut, woran das jetzt liegt, kann man natürlich schlecht feststellen. Es kann natürlich auch Altersschwäche gewesen sein. Ich weiß natürlich nicht immer genau, wie alt die Garnelen sind, wenn die jetzt hier reinkommen. Es kann natürlich aber auch sein, dass einige da vielleicht noch nicht so dran gewöhnt waren auf das ganz harte Wasser, weil man muss dazu auch sagen, das Wasser wurde in der Zwischenzeit immer etwas härter, weil ich hier noch keine Abdeckung oben habe. Die wollte ich ja immer noch mal draufpacken, habe ich noch nicht gemacht. Und dadurch verdunstet recht viel Wasser, weil wir haben es hier so 27, 28 Grad drin. Die Raumtemperatur ist ja um die 20 Grad. Dementsprechend muss ich hier täglich so ein bisschen Wasser nachkippen und wenn ich nicht rechtzeitig einen Wasserwechsel mache, um das wieder auszugleichen, habe ich hier ganz schnell einen höheren Leitwert, also eine höhere Wasserhärte. Und da war ich dann schon mal bei 550 ppm Leitwert, wo das Wasser, das Leitungswasser eigentlich bei etwas über 400 ppm ist. Und da merkt man schon, das ist natürlich schon sehr hart, wenn man davon ausgeht, dass ich ganz ursprünglich die mal auf 200 ppm sogar gehalten habe. So wird es auch empfohlen, also 100 bis 200 ppm durch die Aufsalzung von Osmosewasser und jetzt teilweise bei über 500 waren. Wie gesagt, dafür haben es die Garnelen aber trotzdem noch relativ gut mitgemacht. Ein Jungtier habe ich schon entdeckt gehabt. Das wird wohl von einem tragenden Weibchen gewesen sein, das ich schon mit umgesetzt hatte. Ein tragendes Weibchen war damals dabei. Ansonsten verstecken die sich halt häufig und viel hier noch zwischen den ganzen Steinen. Deswegen, ja, hier sehe ich auch gerade ein Jungtier, das ist wahrscheinlich das gerade, ist hier gerade an der Seite. Darüber hinaus gab es auch noch 2 oder 3 tragende Weibchen, die jetzt neu tragend sind, also die hier die Eier angesetzt haben, schon in dem neuen Becken. Und da sind wir natürlich mal auch drauf gespannt und werden dranbleiben, was aus den Jungtieren wird, ob die Jungtiere durchkommen. Und das wird natürlich nochmal eine interessante Sache, wie sich das dann auch weiterentwickelt, ob wir hier zu einer guten Vermehrung kommen insgesamt. Und ich bin da wie gesagt bisher ganz guter Hoffnung, ganz guter Dinge, dass das im Endeffekt ganz gut aussehen wird, weil wie gesagt die Garnelen machen sich bisher ganz gut. Hier mit dem Futterplatz hat das bisher noch nicht so gut geklappt. Da habe ich ja halt ein kleines Petrischälchen eingesetzt gehabt, wo ich dann halt per Rohr, hier dieses Glasrohr, dann sozusagen das Futter einführe und dann sozusagen da zur Landung bringe. Da kommen die aber noch nicht so hin, da sind die noch ein bisschen zu scheu. Deswegen mache ich da jetzt, habe ich mich darauf beschränkt, hauptsächlich das Pulverfutter zu füttern. Also sehr feines, dass ich halt sehr feines Granulat, das sich über den ganzen Becken verteilt. Und ja, dafür vielleicht dann auch gut von den Jungtieren aufgenommen werden kann, die sich dann halt eher noch zurückhalten. Und ja, werden wir mal schauen, wie es dann weitergeht. Ja, ich überlege mal, was es noch zu sagen gibt. Ja, genau, den Heizer, den habe ich auch umgestellt. Der war ursprünglich hier gut versteckt zwischen Filter und Steinen. Wie ihr jetzt sehen könnt, ist er jetzt hier hinten in der Ecke. Das lag daran, dass ich den Eindruck hatte, der konnte in diesem Zwischenbereich nicht genug Kraft oder Power entwickeln, weil da zu wenig Wasserdurchlauf gewesen ist und somit die Wärme schlecht verteilt wurde. Deswegen habe ich den jetzt ein bisschen in eine Strömung reingesetzt, wo halt der Ausströmer geht ja in die Richtung und so, dass das Wasser
ja, gleichmäßiger aufgeheizt wird und der Heizer dann sich nicht kaputt heizen muss und im Endeffekt aber nicht viel passiert. Ja, das ist das. Also optisch jetzt natürlich eine Verschlechterung sozusagen, aber musste halt sein, weil das Wasser von der Temperatur sehr stark geschwankt hatte. Also von 25 hatte ich dann teilweise dann hoch bis 28 und hin und her. Und jetzt ist es halt gleichmäßiger bei 27,5 ungefähr. Und ein PPM von, ja, durch jetzt ein paar Wasserwechsel 450 ungefähr. Ja, das soweit dazu. Und dann werdet ihr wahrscheinlich auch weitere Updates die nächsten Wochen oder Monate auch mal zu diesem Becken hier hören. Vielen Dank euch und bis dann.